Hallo zusammen und willkommen hier auf meinem Reaction-Kanal InKev. Vielen Dank für eure Anteilnahme hier auf meinem Kanal, dass ihr so aktiv seid und dass ihr mich immer unterstützt. Ich liebe euch dafür. Also auch Dankeschön an die Leute, die hier kommentieren, abonnieren, das Video bewerten. Ihr seid die Besten einfach, ja. Und ich bin jetzt irgendwo auch in der Pflicht, euch darüber zu berichten, was hier auf dem Kanal abgeht, also bei Umut Abi. Weil das Ding ist halt, wenn ich jetzt drei Videos auf einmal angucke, dann spart ihr euch sozusagen diese drei Videos, die ihr da jeweils anguckt. Und ich dachte mir so, weißt du was, Umut Abi gefällt mir sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, Kappa. Und wir gucken uns mal diese ganzen Mini-Videos hier an. Ansage an Xyren wird auch wieder spannend. Xyren hat mir, ich weiß immer nicht, ob der Xyren ausgesprochen wird, ne? Aber der hat mich schon auf Instagram geschrieben. Ne? Wir schreiben da manchmal so hin und her und der versteht auch nicht. Der denkt auch, dass Umut Abi einfach ein schwerwiegendes Problem hat. So geil, das werden wir uns dann gleich angucken, aber wir gucken uns erstmal das erste Video dieser Reihe an, ja, und zwar Umut Abi, Nummer veröffentlicht, nicht für Hater, ja, jetzt, okay, wir gucken uns das einfach mal an, so, ich muss ein bisschen leiser reden, weil mein Bruder ist heute da und der muss ein bisschen telefonieren und arbeiten und sowas und deswegen möchte ich jetzt nicht zu laut machen, nicht, dass ich ihn noch auf die Eier gehe, ja. Weil der muss wirklich richtig arbeiten, so das, was ich hier als Arbeit mache, so, das, ja, wobei letztendlich könnte ich auch sagen, ey, ich arbeite so, du musst leise sein, da darf er nicht mehr telefonieren. Ja gut, scheiß drauf. Ey, komm, wir gucken uns das jetzt an. Umut Abi, ja, bester Mann, ich erwarte 4000 Euro von dir, ne, du weißt Bescheid. Leute, was... Ja, Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute werde ich euch meine WhatsApp-Nummer leaken, Leute. Und Leute, wir werden alle Hater jetzt bam weghauen, einmal, wenn ich meine WhatsApp-Nummer geleakt habe. In der Beschreibung, Leute, ihr wisst nicht, was da reinkommt, weil mir haben richtig viele Fans geschrieben, Umut, darf ich bitte deine Nummer haben? Und dann habe ich gesagt, yo, Digi, komm, ich hau jetzt meine Nummer für meine Fans raus. Und jetzt, Leute, schaut in die Beschreibung, da ist der Link. Er ist halt Real Talk einfach der größte Troll der Nation. Es ist einfach so, der größte Troll, aber auch der dümmste Troll, muss man an der Stelle sagen. So, ich weiß nicht, also, natürlich ist das nicht ernst zu nehmen, was er hier sagt, ne? Das sollte klar sein. Aber nichtsdestotrotz muss man einmal immer noch bedenken, das ist alles Fake, ja? Sein Lacoste-Dings. Ach, geil, Mann. Ja. Zu WhatsApp-Gruppe. Da können nur meine Fans rein und wer, da kommen Hater rein. Und Leute, kommt gar nicht erst auf die Idee, euren Freunden den Link zu schicken und ganze Zeit diese Gruppe zu stürmen mit euren Freunden. Okay, wird cringe. Für euch ist das verboten zu kommen. Also alle Haters, ihr dürft nicht reinkommen und... Also er will jetzt natürlich, dass Leute da reinkommen, die ihn haten, damit er Aufmerksamkeit bekommt. Ja, Instum Gaming ist genau der Kommentar, den ich gesucht habe. Dir geht's wirklich ohne Witz gar nicht gut. Such dir mal professionelle Hilfe, ohne Witz jetzt. Bruder, ich fühle den Kommentar. Ey, no joke, ich denke halt wirklich, dem geht's nicht gut. Ne? Also ich denke, das ist auch gar nicht böse gemeint, Abu Dhabi, aber Alter, das Internet hat aus dir wirklich, das hat dir Probleme geschaffen. Ja. Also das Internet hat dich halt auch persönlich einfach wahrscheinlich zu krass eingenommen. Das ist echt nicht gut. Ja, ich weiß auch nicht, warum hat der ApoRed ist mein Onkel mit einer Null anstatt einem O. Also als wäre das ein werbeunfreundliches Wort. Okay, wir gucken mal. Ist Umut Abi der Neffe von ApoRed? Komm, wir gucken uns das an. Die Bewertungen sind aber trotzdem sehr stark auf jeden Fall. Warte mal, hat nicht sogar Umut Abi mal gesagt, dass er mit C-Max verwandt ist? Dass C-Max sein Bruder ist oder sowas? War das nicht so? Warte, das möchte ich jetzt nochmal gucken, weil ich glaube, das war so. Einen Moment. Wo haben wir es? Meine Adresse wurde geleakt wegen C-Max. Irgendwo dachte ich, hat er mal gesagt, dass er der Bruder von C-Max ist. Also das ist... ja, warte mal ganz kurz. Wir können es auch einfach mal hier eingeben. Nicht, dass er es gelöscht hat, das wäre traurig. Nee, C-Max ist mein Bruder. Es ist doch online, Leute, ja. C-Max ist sein Bruder, Leute, das müsst ihr wissen, ja. Deswegen auch dieser stabile Content. Okay, ApoRed ist mein Onkel. Jetzt bin ich ja sehr gespannt, ob ApoRed sein Onkel ist. Was geht, Leute? Wie ihr im Titel gelesen habt oder sehen konntet, ist heute ein ernsteres Video und ernsteres Thema. Und zwar geht es darum, dass ApoRed... Kann es sein, dass er sein Zimmer aufgeräumt hat, seitdem ich gesagt habe, dass es ganz schön unordentlich bei ihm aussieht? Weil als er diese Scheine bei mir so flattern lassen hat, da sah es relativ unordentlich in seinem Zimmer aus. Auf einmal hier so richtig clean.
Ja, also jetzt müsste sich bloß noch anstatt einer normalen Webcam, ich sag schon Labcam, statt einer normalen Webcam am besten irgendwie eine bessere Kamera holen. Ich meine, der müsste ja ganz schön viel Geld haben, könnte ja auch absetzen und dann kann ja Umut Abi auch mit einer krassen Qualität filmen. Also das wäre echt cool. So, das ist auch mein Tipp. So, du bist ja Großverdiener durch YouTube, hast ja schon gesagt. Vielleicht könntest du ja dann einfach auch dir eine krasse Kamera holen, was du von der Steuer absetzen kannst. Und dann dürfte das für dich eigentlich sich halt einfach lohnen. Ja, weil das ist ja, es macht ja einfach nur Sinn. Also Leute, ich muss euch das einfach jetzt erzählen, weil ich nicht mehr, ich hab das schon monatelang für mich behalten, wochenlang für mich behalten, ich kann es nicht Scheiße. Weiter für mich halten. Krieg raus mit der Sprache. Ich muss es einfach sagen, Leute, Operate ist mein Onkel. Hm. Und ihr werdet jetzt alle vor dem Rechner, vor dem Handy oder vor dem Tablet sitzen und sagen, das stimmt, was? Ja. Oh mein Gott, Operate ist dein Onkel. Aber ja, Leute, es ist wirklich so, Operate, ich weiß, du siehst das Video jetzt, Maschal. Tut mir leid, dass ich das jetzt veröffentlichen müsste, Nedim. Aber mir blieb nichts anderes übrig. Also ich am Ende muss man immer mit der Wahrheit rauskommen. Leute, es tut mir leid, bitte disliked jetzt nicht das Video, nur weil es euch nicht passt, weil ich Upred, also weil Upred mein Onkel ist. Leute, es tut mir selber leid, weil guckt euch Upred mal an, wie er aussieht. Er ist einfach mein Onkel. Und da frage ich mich einfach, wie jemand wie Upred so einen hübschen Verwandten haben kann wie mich. Weil Upred sieht so hässlich aus und ich sehe so gut aus und das passt ja eigentlich gar nicht zusammen. Deshalb. Oh, geil, Alter. Dieser sinnlose Front einfach am Rand, ja. Das hat mir gut gefallen. Apo Red sieht so hässlich aus. Ich bin so hübsch einfach. Er droppt es einfach, als wäre es nichts. Ich fühle es, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da hat er komplett recht. Ich finde, Umut Abi sieht halt wirklich unfassbar hübsch aus. Ja. Danke, dass du so unterhaltsame Videos bringst. Das hat einfach kein Herz. Währenddessen so die Hate-Kommentare Herzen bekommen. Ronaldo ist mein Vater, hast du ein Noob-Dicker, er wird euch so exposen, das ist Cap, eine dreiste Lüge, nicht liken, oh mein Gott, Alter, manche denken halt jetzt wirklich so, ey, der meint das jetzt ernst, so, es ist halt offensichtlich, dass er da gerade einen Joke macht, ne, das ist genauso wie C-Max ist mein Bruder, also ist jetzt C-Max und ApoRed, die sind jetzt verwandt laut Umut Abi, okay, der Stammbaum sieht schon mal richtig, richtig nice aus. Von mir aus könnt ihr bei ApoRed ein Dislike dalassen, aber bei mir bitte kein Dislike dalassen, Leute, das wäre nicht so nett. Und ja, Leute, wenn ihr wollt, dass ich mehr Familienmember von mir raushaue, dann schreibt es in die Kommentare rein. Und ja, Leute, teilt das Video in eure... Alter, ich schwöre, das mit ganz YouTube verwandt. Außer mit mir. Von mir würde das sich bestimmt abkapseln, das ist völlig in Ordnung, ja. Ich möchte gar nicht die Blutgruppe haben. Umut Abi, ja, hat denn noch ein Video gemacht? Ey, wir müssen nur direkt zum nächsten Video, weil es ganz schön cringe. Okay, Ansage an Xion, ja. Das ist ein GTA-Roleplay-Streamer auf YouTube, ja, Xion, das ist ein cooler Typ, muss ich sagen, sehr, sehr, sehr entspannter Mensch, kann man auf jeden Fall machen, macht hier wirklich Livestreams mit sehr, sehr vielen Zuschauern, teilweise mehr Zuschauer als ein Unge zum Beispiel, und bei ihm läuft gut, ne? Das muss man einfach sagen, bei ihm läuft gut, und da gucken wir jetzt einfach mal rein, was er da jetzt für eine Ansage macht. Mir ist so egal, was nach diesem Video passieren wird, Zeison, dieses Video ist ein... Zeison, sagt er. Ah ja, am Anfang habe ich ihm auch immer Zeison. Ich dachte immer, er heißt Zeison. Nee, ist aber Xion. Untergang. Ich werde in diesem Video auspacken, was man überhaupt über dich alles auspacken kann, falls er schreibt, wieso ich nicht. Er hat das immer... Ey, ohne Scheiß, der hat nichts dazugelernt, ne? Ich habe ihm mal Tipps gegeben, aber die Tipps hat er nie beachtet. Warum in aller Welt hat man diese LED-Stripes und man kann in die LED-Stripes reingucken? Warum hat man das? Also... Gerade bei LED-Bändern, ja, da brennt das Auge, da brennt die Netzhaut weg, wenn du in die Lichter reinschaust. Also entweder solche Röhren nehmen oder halt einfach ich weiß gar nicht, wie nennt sich das, indirekte Beleuchtung oder sowas. Aber das ist halt ein Schmerz, zumal das halt auch nicht kerzengerade hier ist, ne? Das ist das Nächste, was mich ein bisschen triggert. Das ist schmerzhaft, Leute. Überhaupt, über dich alles auspacken kann, falls ihr schreibt, wieso ich einen Jackan habe. Ich war gerade draußen, habe mich mit einem YouTuber getroffen und wir haben das schon auf unsere Weise geklärt. Leute, Zeison ist so eine ekelhafte Person. Das stimmt, weil er einfach erstens, ich erzähle es euch einfach, es ist mir egal, Zeison, du siehst dieses Video jetzt, aber es ist mir egal, ich habe die Schnauze voll. Es reicht, Digga, Schnauze ist voll. Du hast mir auf Discord nicht geantwortet, als ich dir geschrieben habe. Mir ging es richtig schlecht, ich habe ihn geschrieben und er antwortet mir nicht. Wieso antwortest du mir nicht? Warum bin ich kein Mensch? Denkst du, du bist jetzt etwas Krasses, weil du 1 Million Abonnenten hast? Und das erinnert mich so ein bisschen an Hashtag Joker. Ich weiß, also Hashtag Joker, ne? Der verlinkt mich so gefühlt alle 2 Tage in seinen Instagram-Stories.
Und ich bin noch nicht einmal auf eine Instagram-Story von ihm eingegangen. So, ich kann mir auch so vorstellen, dass er sich richtig getriggert fühlt. Warte mal, wo haben wir mal Hashtag? Hier, Hashtag Joker. Das ist insane. Also, Real Talk. Ich zeige euch jetzt einfach mal. Warte, ich gehe mal auf die Ebene hier. Ich zeige euch einfach mal Hashtag Joker. Der erwähnt mich so oft in der Story. Ohne Scheiß, das sind alles Story-Erwähnungen. Warte, es geht noch ein bisschen. Das ist nicht normal. Also, was auch, er hat mich in der Story erwähnt. 29. Mai, ich habe nicht reagiert. 13. Juni, 15. Juni, 22. September, 10. November, 15. November, 29. November, 29. November und jetzt erst letzten Freitag. Also müsst ihr euch mal überlegen, ich habe nicht einmal drauf reagiert. Ich reagiere generell nicht. Guckt euch, das sind so die Nachrichten. Ihr seht es jetzt eh nicht so, weil es verschwommen ist. Guck mal, hier habe ich das letzte Mal mit ihm, habe ich das letzte Mal geschrieben. Das war am 22. Mai habe ich das letzte Mal mit ihm geschrieben. Und anschließend hat er eine Story und eine Nachricht nach dem anderen rausgehauen und keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, was sein Plan ist, was sein Ziel ist, aber ganz, ganz fetten Respekt, das musst du erstmal schaffen, so oft ignoriert zu werden, ja. Also auch an Hashtag Joker, ja. Ich weiß, also du weißt ungefähr, wie sich auch Umut Abi fühlt, ja, wenn einfach nicht auf seine Nachrichten eingegangen wird. Scheiße. Ja, nee, ich muss sagen, mir tut wirklich Umut Abi sehr leid. Xion, du bist echt schrecklich und ich finde auch, man sollte Xion einfach canceln, weil das geht gar nicht. Und ich nicht 100.000. Denkst du irgendwie, du musst dann, jo, Digga, ich muss nicht antworten. Bruder, was ist los bei dir? Ja, warum? Mann, das stimmt. Und Leute, jetzt erzähle ich euch ein Geheimnis. Ich habe mit Zeiss schon so lange geredet. Er hat gesagt, er macht YouTube nur wegen Geld. Zuschauer sind ihm scheißegal. Er macht alles nur wegen Fame. Er geht nicht arbeiten. Er findet sein Leben so geil, Digga, weil er einfach... Das stimmt. Er geht halt, YouTube ist halt seine Arbeit. Ne? Das ist halt jetzt nicht wie bei Umut Abi so, aber Alter, er hat halt wirklich hier so eine Kurve drin, ne? Alter. Oh mein Gott, das triggert ja hardcore, ne? Also ich bin da, also was das angeht, wenn das nicht ganz gerade ist, ne, das macht mich so ein bisschen aggressiv. Aber nice, Bruder. Sieht echt fresh aus und ja, also Xyson, wie er ihn nennt, ja, der arbeitet halt nicht, ne? Das ist halt echt cringe. Cringe, Brudi. Also wirklich, schäm dich. Er macht das alles fürs Geld. Den ist das alles scheißegal, Hauptsache das Geld stimmt, ne? So ist Xyson, ja. Das ist gut, Ali hat komplett recht, Mann. Der hat einfach Ahnung studiert, ne? Also Respekt. Einfach auf den Nacken von den Zuschauern leben kann. So ein gottloser Schwätzer, Digga. Er will einfach auf den Nacken von seinen Zuschauern leben. Ehrenlos, gottlos, was du da machst. Bruder, oh ja, jetzt ist aber eklig. Ekelhaft, wirklich so ekelhaft. Ist mir auch egal, wenn ihr jetzt disliked. Ist mir egal, wenn ihr euren Freunden das Video schickt und sagt, die sollen. Hey, warum hat aber die Ansage an Xyson jetzt 250 Likes. Der Rest wird übel gedisliked, aber das, wo ein bisschen mehr Aufrufe sind, das wird geliked, oder wie? Das checke ich tatsächlich nicht. Also ich glaube, da wurden sich, also keine Ahnung warum, aber wer hat da bitte die Likes da gelassen? Bestimmt Xyson selber, oder? Weil hier sind auch nur Hate-Kommentare. Geil, Mann. Sollen disliken. Ist mir auch egal, wenn ihr Hate-Kommentare schreibt. Wer für mich ist, schreibt... Was hat er denn hier eigentlich für eine Fake-Jacke an? Das kann doch wieder nur eine Fake-Jacke sein, bestimmt von Prada, oder? Eine 1 in den Chat, in die Kommentare und eine 2 in den Chat, wenn ihr gegen mich seid. Ich werde euren Kommentaren Herzen geben, kommentiert so oft ihr könnt. Ciao Leute, ich bin raus. Ja, also was soll ich dazu sagen? Also bei Umut Abi, erste Prognose ist auf jeden Fall massivste Persönlichkeitsstörungen. Ihnen fehlt es eigentlich an allem. Und es ist einfach ein bisschen traurig, wenn man sich so seine Entwicklung anschaut. Aber ja gut, wobei seine Entwicklung war schon immer so eine Talfahrt, so seitdem ich ihn kenne, war es eigentlich, es war schon sehr weit unten, aber es ist immer mehr eine Talfahrt, weil man merkt halt, dass er jetzt versucht natürlich auf Krampf ein bisschen Reichweite zu ziehen durch Ansagen an irgendwelche YouTuber. Trotzdem, Umut Abi, ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei deiner Talfahrt, ja, und zieh weiter durch, du machst das wirklich ganz toll. Ich denke, damit machst du richtig viele Freunde, Mann. Ja, du bist auch echt cool, ja, also du bist halt echt mein Idol und meine große Inspiration. Und wie gesagt, eine Sache hätte ich trotzdem zu bemängeln, das sind diese Lichter hier oben und ansonsten wünsche ich dir gute Besserung. Dankeschön fürs Zuschauen, Leute, ich liebe euch, haut mal, falls ihr bis hierher geschaut habt, ne, haut mal eine 52 in die Kommentare. Mal schauen, ob es einer überhaupt schafft, ne, deswegen, Kuss geht raus, Dankeschön fürs Zuschauen, haut rein, ciao, ciao.